Seit 8 Jahren wird das Schulzentrum am Wörth in Tauberbischofsheim erneuert. Gebäudeteil A wurde bereits im Oktober 2014 bezogen. 2017 war dann das zweite Gebäude bezugsfertig. Bauteil C schließlich ist ein 40 x 40 Meter großer zweigeschossiger Baukörper, der auf rund 2.500 Quadratmetern Fläche Platz bietet für den Ganztagesbereich und das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit 6 Klassenräumen, 6 Gruppenräumen, 2 Musikräumen und vielem mehr. 2014 sind wir ins erste Gebäude hineingezogen. Wir haben danach das Gebäude B bekommen und nun als Gipfelpunkt möchte ich mal sagen, das Gebäude C, die herrliche Aula, die wir haben, gleichzeitig als Mensa nutzbar oder umgekehrt, Mensa mit als Aula nutzbar, Musikräume, Ganztagesbereich. Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum hatte unter dem Provisorium der letzten Jahre besonders zu leiden. Der für 2 Jahre geplante vorläufige Umzug dauerte letztlich ganze 8 Jahre. Wir freuen uns sehr, dass wir nach 8 Jahren hier einziehen durften. Am 11. Juni war der offizielle Schulbeginn hier im Schulhaus. Erster Schultag für alle. Die Kinder sind aus dem Staunen immer rausgekommen. Es war wirklich eine ganz tolle Stimmung im Haus mit den Kindern in den ersten Tagen und auch jetzt die ganzen letzten ersten 6 Wochen in diesem neuen Gebäude. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen am Schulzentrum belaufen sich auf rund 26 Millionen Euro. Über die Hälfte davon muss die Stadt selbst tragen. Also wir haben jetzt hier mit dem Bauteil C unser Schulzentrum komplett, was wirklich ganz wichtig ist für die Schüler. Es war da doch eine lange Interimslösung und doch mit vielen Abstrichen auf dem Laurentiusberg verbunden für das SBBZ und aber auch für die Werkrealschule und die Realschule, die hier untergebracht ist, haben ja auch noch Musikraum und Mensa hier gefehlt. Und jetzt ist alles komplett modern, funktionstüchtig, hell und das ist schon eine tolle Sache, dass wir so jetzt dann ins neue Schuljahr starten können. Insgesamt hat der letzte Neubau 55 Räume. Dazu gehören unter anderem eine Mensa mit rund 140 Sitzplätzen, die ebenso zur Aula mit dann etwa 400 Plätzen umgebaut werden kann. Neben den zahlreichen Schwerpunkträumen fällt vor allem die moderne Ausstattung auf. Die Digitalisierung ist hier auf dem aktuellsten Stand. Unsere Lehrer wurden gezwungen und haben sich eigentlich darüber gefreut und wurden auch gezwungen darum, sich in verschiedenen Bauteilen, möchte man sagen, aus den 70er Jahren innerhalb von einem Jahr in die Jetztzeit zu bringen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten hier im pädagogischen Bereich zu arbeiten, in Medientechnik zu arbeiten, mit dem Netz zu arbeiten. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die wir haben und die machen Freude und werden auch genutzt. 93 erfolgreiche Absolventen gab es im Schulzentrum im abgelaufenen Schuljahr, das natürlich wie überall durch Corona geprägt war. Das neue Schuljahr wird dann aber immerhin erstmals in den neuen Räumen beginnen, wenn es die Inzidenzwerte denn bis dahin noch zulassen.